Grüß dich. Uns allen sind schon mal Pilze begegnet, die wir nicht auf Anhieb bestimmen konnten. Bei vielen ist das nicht weiter problematisch. Aber manche Pilze haben wirklich giftige Verwechslungspartner. Und manchmal will man ja auch einfach nur wissen, was da vor einem steht oder liegt. Welche Möglichkeiten haben wir also, unsere Pilze so zu bestimmen, dass wir uns sicher sein können, was da vor uns ist? Da wäre zum einen verschiedene Bücher. In den Büchern sind meistens die wichtigsten Pilze beschrieben, die wir benötigen, die wir kennen sollten, um letzten Endes Pilze vor allem zu Speisezwecken sammeln zu können. Zum anderen gibt es die Möglichkeit von Apps. Es gibt verschiedene Apps fürs Handy. Manche sind Scanner-Apps, die kann ich definitiv nicht empfehlen. Ein Grund dafür ist ganz einfach, dass eine App nur das sieht, so ein Scanner, was tatsächlich vor dieser App zu sehen ist. Das heißt, wenn der Pilz beispielsweise einen Ring hätte im Normalfall und dieser Ring wurde von Schnecken weggefressen, dann wird die App nicht nach Pilzen suchen mit Ringen, sondern nur nach Pilzen, die die Merkmale haben, die diese App tatsächlich auch sehen kann. Es ist aber tatsächlich möglich, mit diesen Apps über den Bestimmungsschlüssel aktiv anhand von Merkmalen nach Pilzen zu suchen. Das wiederum funktioniert sehr gut und ist definitiv zu empfehlen, um eine richtige Richtung zu finden. Hierbei gibt man in der App einfach an, ob der Pilz beispielsweise Röhren, Lamellen oder auch Stacheln oder andere Sporenträger hat. Das ist wichtig, um das Auswahlmenü in der App richtig zu gestalten. Und dann sucht man prägnantes Merkmal heraus bei diesem jeweiligen Pilz. Wichtig ist dabei, sich auf wenige eindeutige Merkmale zu beschränken. Also nicht so viele Merkmale wie möglich eingeben, sondern wenn möglich tatsächlich nur ein oder zwei wirklich prägnante Merkmale. Dann erhält man eine Liste möglicher Pilze, bei denen diese Merkmale tatsächlich übereinstimmen und kann dann anhand von Bildern und Beschreibungen heraussuchen, ob da der Pilz dabei ist, den man sucht. Der Nachteil ist, dass bei dieser App natürlich nicht alle verfügbaren Pilze drin sind, sondern wirklich nur die allerwichtigsten. Von Vorteil ist hingegen natürlich, dass die wichtigsten Pilze gut kompakt drin sind. Man sieht hier, wie groß die Übereinstimmung ist, wenn man doch mehrere Merkmale eingegeben hat und kann so dann genauer hinschauen. Weil es ist ja auch so, dass man manchmal je nach Tageslicht Farben unterschiedlich erkennt und so weiter. Also ist das wirklich von Vorteil, dass es da dann all diese Möglichkeiten gibt. Wenn man dann also einen Pilz hat, von dem man denkt, ja, das könnte er sein, kann man reingehen, also drauf in das Pilzporträt und anhand von Fotos und der Beschreibung vergleichen, ob das nun dieser Pilz ist oder sein könnte. Hierbei ist wichtig natürlich der Geruch, die Form und Anwuchsform und so weiter der Lamellen. Ist alles ganz gut drin beschrieben, die Größe und so weiter. Also man hat wirklich gute Beschreibungen, man hat Fotos, nach denen man schauen kann und hat weiter unten dann tatsächlich auch die Möglichkeit, mögliche Verwechslungspartner zu vergleichen. Das mache ich auch immer. Das heißt, ich prüfe, welche Verwechslungspartner gibt es für diesen Pilz und könnte es der sein. Ja, also hier zum Beispiel stehen zwei Verwechslungspartner. Wenn man da darauf klickt, wo steht bitte hier klicken, dann kommt man in das Menü rein, in dem auch die Verwechslungspartner kurz gezeigt werden und kann da dann eben auch nochmal alle Merkmale sich anschauen und wie gesagt auch potenziell tödliche Vergiftungen letzten Endes ausschließen. Weitere Möglichkeiten zur Bestimmung eines Pilzes, die aber in der Regel für die normalen Speisepilzsammler nicht nötig sind, sind die Bestimmungsmöglichkeiten mithilfe chemischer Reaktionen auf bestimmte Mittel und auch Sporenabdrücke, die schön anzusehen sind definitiv. Da wird dann ein Abdruck gemacht, da sieht man die Sporenfarbe genauer und gleichzeitig kann man dann auch unter dem Mikroskop nach der Form und so weiter dieser Sporen schauen. Das ist aber tatsächlich für die meisten Speisepilzsammler nicht nötig und deswegen gehe ich da jetzt auch nicht weiter drauf ein. Diese App, die ich nutze, bietet grundsätzlich auch noch andere Möglichkeiten zur Suche, wie auch die aktive Namens- oder Bildersuche. Da gehe ich aber gerne ein andermal drauf ein. Wenn ich das tun soll, dann schreibt mir das bitte in die Kommentare, dann kann ich genau diese App von 123pilze.de auch gerne mal konkreter vorstellen. Auch Bücher arbeiten in der Regel mit Bestimmungsschlüsseln. Es kommt natürlich immer darauf an. Ich habe mir ganz gerne schon bevor ich rausgegangen bin in die Pilze, die Bücher zu Gemüte geführt und einfach mal geschaut, was sind denn so die schönsten, spannendsten, interessantesten Pilze für Anfänger, gerade zu meinen Anfängen und habe da dann eben auch schon Sachen so im Blick gehabt und gewusst, wonach ich suchen möchte. Auch toll finde ich an den Büchern, die kann ich auch gerne mal noch getrennt vorstellen. Ich will hier jetzt nicht ins Detail gehen, aber gerade das zweite Buch hier ist zum Beispiel so gestaltet, dass man immer direkt vergleichen kann, oben
ist dann der essbare Pilz und unten hat man dann die Möglichkeit, zwischen den Verwechslungspartnern zu blättern und genauer zu vergleichen. Definitiv nicht zu missachten oder verachten sind natürlich die Pilzvideos auf YouTube. Es gibt ein paar sehr, sehr tolle Kanäle, die wirklich klasse einzelne Pilze beschreiben im Porträt, die nochmal auf verschiedene wichtige Merkmale eingehen und vor allem sie von allen Seiten auch mal vor einer laufenden Kamera zeigen. Ich persönlich finde, das macht einfach auch nochmal ganz viel aus, wenn man da dann noch was so zu sehen und zu hören bekommt. Deshalb arbeite ich auch sehr, sehr gerne mit diesen Pilzporträts über YouTube und schaue mir das da dann an. Was ich auch gerne mache, wenn ich mir unsicher bin, ist letzten Endes als letzte Lösung in Facebook-Gruppen nachfragen. Ich bin in mehreren Facebook-Gruppen drin und bekomme da eigentlich immer gute Antworten. Das Problem ist, sie sind relativ überlaufen, das heißt, das ist mein letzter Ausweg und nicht mein erster Weg. Das war so nicht geplant, aber können wir natürlich gern drin lassen. Kleine Angeberin. Die sicherste Möglichkeit ist natürlich, mit dem Korb der gesammelten Pilze komplett zu einem Pilzsachverständigen zu gehen. Die findet man unter anderem auf der Seite der DGFM, die verlinke ich auch gerne unten in der Beschreibung. Wenn man da einen solchen Pilzberater in der Nähe hat, ist es definitiv zu empfehlen. Außerdem kann man natürlich an geführten Pilzwanderungen teilnehmen, um eben verschiedene Pilze noch kennenzulernen. Das ist aber nicht direkt das Thema des Pilzbestimmens, denn auch wenn man das regelmäßig macht, wird man immer wieder mal Pilze finden, die man eben nicht kennt und vielleicht einfach bestimmen möchte. Wie gesagt, ein Pilzsachverständiger ist da auch eine Lösung, aber in meinem Fall zum Beispiel sind die recht weit weg, sodass das gar nicht so einfach ist, weil man will ja die Pilze auch nicht ewig durch die Gegend karren. Also von dem her finde ich die Lösung mit Buch, App und Facebook zunächst mal am besten. Man kann dann auch natürlich noch auf diverse Internetseiten gehen. Ich nutze in der Regel mindestens 2 bis 3 Quellen, wo ich die ganzen Pilze vergleiche mit den möglichen Verwechslungspartnern und da dann eben im Endeffekt entscheide, ob ich diesen Pilz bestimmen kann oder nicht. Und natürlich gilt immer, bei der geringsten Unsicherheit bleibt der Pilz im Wald und landet definitiv weder in Pfanne noch im Topf. In dem Moment, in dem man sich unsicher ist, kann es nicht nur zu einer echten, sondern tatsächlich auch zu einer falschen Pilzvergiftung führen, einfach durch die Unsicherheit bedingt. Das heißt, geh lieber auf Nummer sicher, stell deinen Korb bei einem Pilzberater vor, wenn du nochmal auf Nummer sicher gehen willst und sammle nur das, was du selbst 100%ig identifizieren kannst. Wenn dich das jetzt alles ein bisschen schwindelig macht und ein bisschen dir die Schwierigkeit bereitet, dass du nicht weißt, wo du anfangen willst oder sollst, ist das absolut nachvollziehbar, kann ich gut verstehen. Wichtig ist einfach, fang an, geh auf Nummer sicher, probier aus, was für dich am besten ist, dann kommst du auch super in die Materie rein. Das war's dann für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich, dass du da warst. Wenn dir das Video gefallen hat, lass mir gerne ein Like da. Gerne auch einen Kommentar, schreib mir, was dir gefallen hat, beziehungsweise wenn du Fragen hast, stell sie mir auch sehr gerne. Ansonsten abonniere gerne meinen YouTube-Kanal, damit du immer up to date bist, oder noch besser, komm in meine Facebook-Gruppe, da erfährst du jeden Tag neue Dinge, beziehungsweise auch Sachen, die nicht ihren Weg hier auf YouTube finden. Also, ich freue mich, dass du da warst. Bis bald, deine Ashley.